Jeder fängt mal klein an, sogar Wladimir Putin. Start als kleiner KGB-Agent in der DDR in Dresden. Von 1985 bis 1990 ist hier sein Arbeitsplatz, die triste KGB-Zentrale in der Angelikastraße Nummer 4. Privat sah es nicht viel besser aus. Verheiratet mit der eher drögen Ludmilla. Und nun ist er einer der reichsten Männer der Welt, Kriegsherr und in einer festen Beziehung mit der 30 Jahre jüngeren, biegsamen rhythmischen Sportgymnastin Alina Kabajewa. Der Mann hat, was so viele wollen, große Yachten, prunkvolle Paläste, wilde Affären und unermesslich viel Geld und Macht. Wir werfen einen Blick auf das Luxusleben des Blutzahn. Beginnen wir mit den Frauen. Zunächst Ludmilla. Die hatte harte Jahre an seiner Seite. Die ehemalige Stewardess heiratete ihn 1983, bringt die Töchter Marina und Jekaterina zur Welt. Die letztere in Dresden, wo der Papa Agent ist. Dann die 90er Jahre in St. Petersburg und schließlich Moskau. Die Ehe? Sie beklagt sich in Dresden des Öfteren über den Macho-Wicht an ihrer Seite. Faul, saufend und auch mal handgreiflich. Kein Vergleich zu den DDR-deutschen Herren, die sie kennenlernt. Die Ehe kriselt über Jahre, auch weil er fremd geht und sie die Nase voll hat. 2013 nach endlosen Gerüchten dann die Trennung. 2014 die Scheidung, sie teilt mit. Unsere Ehe ist vorbei. Das liegt daran, dass wir uns so gut wie gar nicht sehen. Er ist frei und sie sahnt ab. Ludmilla wird, wie alle Putin-Exen nach ihr, immobilienreich. Mehr als 100 Millionen Dollar soll auch ihr Grundbesitz wert sein. Hinzu kommen Unternehmensbeteiligungen, offizielle und getarnte. Putin werden immer wieder diverse Affären nachgesagt. Nicht ganz klar, welche ist real, welche nutzt auch seinem Ruf als potenter Herrscher. Die nächste ist Svetlana Krivonogic. Auch sie, die frühere Putzfrau, eine angebliche Langzeitgeliebte des Russenführers. Fest steht, sie hat eine Tochter und die sieht irgendwie verdammt nach Putin aus. Die Einblicke verdanken wir dem Hang der Luxusgöre zu Selfies auf Instagram. Dort nannte sie sich Luisa Rosova. 2021 kam durch einen Datenleck heraus, die Mutter, die Frau, die einmal Putins Haushälterin war, ist stinkreich. Aber sowas von. Ihr Vermögen mehr als 100 Millionen Dollar. Sie besitzt eine Mega-Yacht, ein Skizentrum in St. Petersburg, ein Apartment über dem Hafen von Monaco. Schon beim Kauf 3,5 Millionen Euro teurer. Und gerade als Putin droht, als einsames Väterchen in die Geschichtsbücher und den Herbst seiner Herrschaft einzugehen, kommt die halboffizielle Bestätigung eines Langzeitgerüchtes. Seine Beziehung zur ehemals weltbesten rhythmischen Sportgymnastin Alina Kabajewa. Aus Väterchenfrust wird Wladimir Lust. Alina konnte Keulen, Bälle und Bänder werfen wie keine andere. Kabajewa war die biegsamste unter den rhythmischen Sportgymnastinnen der Welt. 2004 in Athen gab es dafür Olympiagold. Doch der größte Erfolg der 1,64-Frau gelang ihr jenseits der Tonmatte. Es ist der Russenführer. Bezirzt und erobert hat sie den 30 Jahre älteren Wladimir Putin wohl um 2007. Da war er noch mit Ludmilla verheiratet. Inzwischen hat Putin mit Kabajewa mindestens zwei Kinder. Einige meinen, es seien drei. Mindestens. Der Präsident Russlands hat mindestens zwei geheime Familien. Sie existieren im Laufe der Zeit zusammen mit seiner legalen Familie. Eine dieser Familien besteht aus Svetlana Krivonogic und ihrer Tochter, deren Vater Putin ist. Die zweite Familie ist die mit Alina Kabajewa. Sie haben auch gemeinsame Kinder. Fest steht, die Frauen werden immer jünger, seine Häuser werden immer größer. Das ist der Protz-Putin, wie wir ihn heute kennen. Sein Traumpalast an der Schwarzmeerküste in Gelenschik. Das ganze Anwesen 38 mal so groß wie Monaco. 1 Milliarde Dollar teuer. Angefangen aber hat der Kreml-Herrscher auch haustechnisch als Wicht in dieser Dresdner Platte. Gehen wir auf Zeitreise durch Putins Hütten. Von hier machte er sich auf Dresden, Radeberger Straße 101, trostloser DDR-Plattenbau, 66 Quadratmeter, 4. Stock, Einzug 1985. Kein Fahrstuhl, Putin, so beschwerte sich Gattin Ludmilla, habe nichts getan, sie habe die Kinder und die Einkäufe geschleppt. Anfang der 90er Jahre, Putin ist zurück in St. Petersburg und macht dort Karriere. Und Geld. Er ist die rechte Hand des Bürgermeisters, sein Stolz damals, diese finnische Klinkerdatscha in der Ferienhauskolonie Osero am Komsomolzensee, knappe 150 Kilometer nördlich von St. Petersburg. Seine Nachbarn, alles Freunde aus dem Geheimdienst, die mit ihm Karriere und Milliarden machen und sein Vermögen weltweit bis heute verwalten und daraus auch seine Paläste bezahlen.
Diese Typen, Schamalow, Timtschenko, Kowalczuk und Rottenberg, werden normalerweise Geschäftsleute genannt. Aber in Wirklichkeit sind sie keine Geschäftsleute, sie sind Wladimir Putins Brieftaschen. Sie sind wirklich nur eine Brieftasche für ihn, aber nicht die normale Art, wo Münzen und Geldscheine drin sind, sondern es sind lebende Menschen. Er arbeitet sich weiter hoch vom Dienstpalast vor den Toren Moskaus bis nach Sotschi und dem nahen Olympiaskigebiet Krasnaya Poljana, wo seine Paläste als Gazprom-Anwesen getarnt werden. In Russland lässt er für seine geliebte Kunstturnerin Alina Kabayeva in Sotschi ein Luxus-Penthouse bezahlen. Im Wohnkomplex Royal Park mit Blick aufs Schwarze Meer hat Putins Kabayeva mehrere Wohnungen in den oberen Etagen und das Penthouse auf dem Dach. Luxus pur. Satte 2600 Quadratmeter, knapp 4 Tennisplätze, misst allein das Dachgeschoss. 2011 kaufte Putins Finanzimperium der Emira-Fonds die Riesenetage für 15 Millionen Dollar. Allein das Penthouse. 20 Zimmer, Kaminzimmer, Billardsalon, Kunstgalerie, Wellnessbereich mit Sauna und Hammam, japanischer Entspannungshof, Grillpavillon im marokkanischen Stil, Freiluftsolarium, Bar mit Wasserfellwänden und Mosaikböden. Weiter im Norden auf halbem Weg zwischen Moskau und St. Petersburg, Putins Familiensitz, der Nordpalast, wie ihn Anwohner nennen, in Waldai. Er baut ursprünglich für seine alte Familie, die geschiedene Ehefrau Ludmilla und die Töchter Katharina und Maria. Doch 2020 baute Putin hier ein neues Herrenhaus aus Holz, um seine und Kabayevas Kinder unterzubringen und die von deren Nichten und Verwandten, die mit in der Gegend leben. Allein Kabayeva besitzt oder verwaltet dank Putin ein Immobilienvermögen von knapp 100 Millionen Dollar. Schon in der Schweiz hatte Putin für seine Turnerin gesorgt, mit einer Nobelvilla am Genfer See, laut russischem Recherchenetzwerk Dossier, mit Hubschrauberlandeplatz und fast 25.000 Quadratmeter groß. Doch die Krönung des ganzen Luxus ist das. Der Megapalast bei Gelenschik über den Ufern des Schwarzen Meeres zwischen Krim und Sotschi. Viel mehr geht nicht auf dieser Welt. 68 Hektar groß, knapp 18.000 Quadratmeter Wohnfläche, dreimal so viel wie Schloss Neuschwanstein. Die gesamte Anlage mit allen Nebengelassen und Wäldern, knapp 38 mal so groß wie das Fürstentum Monaco. Der kleine Ex-Agent aus Dresden lebt heute auf ganz großem Fuß und das auch, weil er große Angst um seine Gesundheit hat. Und auch hier hat der Kremlwicht seinen ganzen Größenwahn ausleben lassen. Sein italienischer Kitsch-Architekt zauberte ihm einen gemauerten Minderwertigkeitskomplex in die Traumlandschaft. Botanischer Garten, Gewächshäuser, zwei Hubschrauberlandeplätze, eine Kunsteisarena, eine Kapelle, ein Amphitheater, ein Gästehaus, Wohnhäuser für die Bediensteten, eine Tankstelle, eine 80 Meter lange Brücke und diverse unterirdische Anlagen. Eine eigene Stadt für den Mann. Der Staat im Staate ist. Ich bezweifle, dass Putin diesen Palast über einen längeren Zeitraum von mehr als einem Jahr nutzen konnte, weil alles sich ständig ändert. Als der Ausbau fast abgeschlossen war, stellte es sich heraus, dass das Gebäude schlecht gebaut wurde und Schimmel vorhanden ist. Putin ist ein furchtbar paranoider Mensch. Er hat vor allem Angst auch vor Schimmel und das ganze Gebäude wurde umgebaut. Und damit wären wir dann beim restlichen Luxus. Sein Jahresgehalt als Präsident beträgt angeblich 166.000 Euro, macht monatlich rund 13.000 Euro auf die Hand. Nicht mehr halb so viel wie unser Bundeskanzler. Doch Putin trägt Uhren, die bei 200.000 Euro anfangen. Darunter auch eine Audemars Piguet, für den Träger extra angefertigt mit dem Sternbild des Geburtstages und sich drehendem Mond. Preis ab 260.000 Euro. Einst schenkte er den Leuten buchstäblich jeden Monat eine luxuriöse Blancpain-Uhr. Eine davon schenkte er einem Hirtenjungen. Eine Uhr für etwa 200.000 Euro. Er hat ganz offensichtlich eine große Leidenschaft für Uhren. Putin gilt als einer der reichsten Herrscher der Welt. Ein Netzwerk aus Freunden und Tarnfirmen verwaltet sein Vermögen, das 100 Milliarden Dollar deutlich überschreiten soll. Früher dachte Putin, Geld sei Macht. Bis etwa 2007 oder 2008 glaubte er, dass die Anhäufung von Geld gleichbedeutend mit der Anhäufung von Macht sei. Erst später wurde ihm klar, dass dies nicht der Fall ist und die militärische Stärke wichtiger ist. Putin verdient damit nicht nur an der Propagandavernebelung der Russenhirne, auch an der Benebelung des Volkes auf ganz traditionelle russische Weise. Am Wodka.
Putinka, schwer zu überhören, nach ihm benannt ist die Wodka-Marke, die den Russen unter mehreren Namen billigen Fusel liefert. Eine halbe Milliarde Dollar habe der Mann im Kreml allein an Lizenzrechten bisher damit kassiert, berichten Rechercheure. Luxus? Vom Scheitel, Botox, Zusatzhaare, Gesichts-OPs bis zur Sohle. Die Zarentreter, Sonderanfertigung für kleine Männer. Nach dem Vorbild seiner Kumpel Berlusconi und Sarkozy trägt der Kremlmann geschummelte 1,70 Meter groß Wunderschuhe. Das Paar nicht unter 3.000 Dollar. Der Hacken liegt zum Großteil im Schuh versteckt. So wird auch der kleine Zar zum größeren. Immerhin 6 cm kommen dann noch obendrauf. Doch noch auffälliger ist der Luxus bei Putins Fortbewegungsmitteln. Da brachte er es vom Wolga-Gurka zum Mann mit Führerzug. Denn was selbst die wenigsten Russen wissen, ihr Herrscher reist per Privatbahn durchs Russenreich. Von außen das Teil, wie alle anderen. Von innen Herrscherluxus pur. Vor allem ein Ziel steuert der Kremlführer per Sonderzug an, das Familienanwesen in Waldai auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg. Landesweit, so berichtet es das russische Recherchenetzwerk Projekt, gäbe es an Putins Anwesen Sonderbahnhöfe mit Eisentoren und alles hoch gesichert. Und weil er es leid war, als stolzer Führer seiner eingebildeten Weltmacht immer Westautos wie den Mercedes Pullman fahren zu müssen, ließ er sich unter dem Codenamen Cortège ein eigenes Riesenauto erfinden, den Aurus Senat. Am Ende kam eine Art Russenabklatsch des Rolls-Royce Phantom heraus. Problem, die Karosse abkupfern, das konnten Putins Tüftler, aber den Motor mussten sie in Deutschland bestellen, bei Porsche in Zuffenhausen. Und wie es sich gehört, der kleine Zar ist auch zu Wasser standesgemäß unterwegs. Zwei Luxusschiffe werden ihm zugeordnet, mindestens. Die Graceful heute, Kosatka, wurde ab 2010 von der deutschen Werft Blohm und Voss geplant. Stapellauf war 2014. 82 Meter lang, 2300 PS, ein 15 Meter Innenpool, über den im Partymodus ein Tanzboden drüber fährt. Auch die Yacht hat einen Hubschrauberlandeplatz. Doch für russische Verhältnisse ist die Graceful nur ein Schiffchen. Also musste was Größeres her, Putins neue Shehe-Basada. Name und Schiff wie aus Tausend und einer Nacht. Fast doppelt so lang gebaut, ebenfalls in Deutschland. Platz für 90 Crewmitglieder und 40 Gäste. Und dazu ein Drohnenabwehrsystem. Wert des ganzen Schiffes mindestens 700 Millionen Dollar. Eben standesgemäß für den kleinen Zaren, der einst so bescheiden in Dresden beginnen musste. In Russland liebten die Menschen immer den Zaren, beziehungsweise den Generalsekretär, den Präsidenten. Die Verwaltung, die Hierarchie, war nie horizontal, sondern immer vertikal. Die Menschen in Russland waren noch nie selbst organisiert. Dieses Zarenverhalten ist das Image, mit dem sie die Bevölkerung füttern. Doch was bleibt von all dem Prunk und Protz? Am Ende ist Wladimir Putin der vielleicht reichste, aber wohl auch der einsamste Mensch der Welt.